So, da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge von Edge Founded hier, jetzt wo unser Geheimkeller fertig ist. Oh, der sieht schon geil aus. Oh, der sieht schon richtig heftig aus, ne? Wenn wir uns jetzt noch hier die geilen Räume fertig machen, dann wäre das mega gut. Aber wir haben auch oben noch unser Gewächshaus und so, ne? Ich würde sagen, ich muss ja erstmal mit einem Fundament hier wieder mich reinzimmern, oder? Boom. So. Also die Tür muss natürlich erstmal ab, sonst sehen wir ja nichts. Und jetzt sehe ich hier drinnen erst recht nichts. Ich dürfte auch nicht zu groß bauen. Es sind ja nur so kleine Räume, ne? Weil nicht, dass die beiden miteinander connecten oder so. Also die kann man ja erstmal hier hinstellen. Wir bräuchten mehr Licht. Was sagt denn unser Schreiner? Hat er noch etwas Licht für uns? Lichtquellen. Ja, ich würde sagen, nicht so wirklich, ne? Haben wir hier Lichtquellen? Ja, ein paar Kerzen könnten wir uns machen. Machen wir uns einfach mal. Ein paar Kerzen. Die können wir uns da unten ja erstmal ein bisschen hinstellen. So. Wie schieß. So, dann noch ein Fundament. Pum. Pum. Und andere Seite auch. Oh. Pum. Pum. Und vor uns auch. Pum. Pum. die Kerzen. Ja, wir müssen auf jeden Fall kein freier Platz. Wie nicht genug Platz? Wegen den Kerzen jetzt oder was? Das ist ja kein Platz, das ist ich selber. Ah, oh, schon wieder leer. So. Was hat denn hier? Oh, da bin ich so tief gegangen. Warte mal. Zu tief wollen wir auch nicht. So. Ich glaube, es reicht auch, wenn ich nur so einen kleinen Raum hier hin mache, oder? Ich denke ja, oder? Muss ja nicht so ein Riesenraum sein. Vielleicht gehen wir noch einen rein. Noch einen rein.
So. Und dann Boden. Und dann, ja, so ein stinknormaler Boden wird ja auch reichen, ne? So. Okay, also die Kerzen sind wirklich ein Witz. Okay, ich heb die Kerzen wieder auf und gucke, ob ich richtige Fackeln daraus kriege oder so. Also, das bringt ja gar nichts. hier kann ich nicht, ne? Harz fehlt mir. Was denn? Mir fehlt Harz. Das heißt, ich müsste mal eben da draußen ein paar Bäume fällen. Um mal eben ein bisschen Harz zu kriegen. So. Ich meine, das Holz an sich können wir eh gebrauchen. Gut, noch kein Harz. Ah, frische Luft. Wisst ihr noch damals, als wir da noch draußen rumgelaufen sind? Noch kein Harz. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich glaube, es gibt kein Harz. Hat sich ausgeharzt. Könnte man nicht mit Honig irgendwie eine Fackel bauen? Oder mit Bienenwachs besser gesagt? Mit Honig. Hä, ich krieg kein Harz. Was ist da los? Wohin geht mein Gebiet noch? Selbst wenn ich jetzt hier ein, zwei Harz krieg, das ist ja gar nichts. Heute sind wir harzlos. Kein Harz. Okay, jetzt ist es frech. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Dann müssen wir gucken, ob wir irgendwie was anderes kriegen. Ich meine, ich könnte erstmal das Ding dann nehmen. Da hätten wir auch Licht. Ich könnte ihn mal eben fragen, ob er noch irgendwie lichtquellenmäßig was für uns hat. Er sowieso nicht. Ach so, mit Wachs macht man Kerzen. Ich Idiot. Oh Mann. Guck mal, ob ich hier irgendwie auf der Seite Harz krieg. Unser unfertiges Haus. Ah, wie der Schornstein da umquallt. Ich bin ja so stolz auf mich. Schnauze.
Hier haben wir auch nichts mehr, ne? Ich meinte hier. Könnte ein Lagerfeuer könnte ich da hinbauen. Das müsste ja gehen. Dann sehe ich aber. Oder nicht? Ah, mein Ohr juckt. Ja. So. Okay. Die Decke mag ich gar nicht. Dann nehmen wir doch eher die Decke. Ne? So, dass wir auf der Seite noch die Dinger sehen. Und hier Knochen. Allgemein ab und zu mal Knochen, so, ne? Was haben wir? Stadtmauer. Stadtmauer. Oh, das sind die letzten. Ich hab keinen Stein mehr. Ich habe keinen Stein mehr. Das sind tatsächlich die letzten. Also ich habe hier noch Verwirrten. Der würde hier wenigstens noch reinpassen. So. Bisschen eng. So, aber jetzt würde ich gerne. Diese Säulen hier. Brauche ich vielleicht gleich kein Lagerfeuer mehr. Kann ich das abbauen? So. Aber da sieht man, das reicht halt noch nicht. So, wie wäre es, wenn ich jetzt noch... Aber das sieht halt nicht gut aus mit dem. Das gefällt mir nicht, dass er das da so komisch macht.
Nee. Und das hier wegmachen kann ich ja auch nicht, ne? Ey, da habe ich Löcher. Das sieht scheiße aus. Mit diesem Ding. Ich meine, was ich natürlich machen könnte oder versuchen könnte, wenn ich jetzt hier so mache, dass ich da jetzt eine Art... Steinmauer reinpack. Nee. Oh. Okay, jetzt muss erstmal die ganze untere Reihe weg. Aber hier kann ich ja auch was reinpacken. Okay, aber das sieht natürlich nicht gut aus. Oh, da hatte ich eine Hustenattacke. Also, es geht ja, wenn man von unten kommt. Also, glaube ich, sollte ich am besten... Ups, egal. Das nicht davor packen, sondern da reinpacken, oder? Also das muss weg. Warum sieht das so aus? So, und der Leuchteblock muss jetzt da rein. Ja, das mache ich am besten ein bisschen schneller. Dann geht's. Ja, muss ich einzeln da rauspopeln jetzt, ne? Ah, da geht's natürlich nicht. Sonst komme ich ja auf der anderen Seite wieder raus. Es geht natürlich nur hier. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm.
Aber so doll leuchten die gar nicht, ne? Oder kommt das einfach nur, weil es noch zu wenig ist? Aber zu viel sieht auch scheiße aus, oder? So, bum, 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 bum. Und ich glaube, wenn die auch so da drinne sind, dann leuchtet das gar nicht so sehr. Oder? Doch. Leuchtet schon. So, könnte man natürlich noch hier vor quasi so als Bank. Guck, da kriegt das ja so eine Art so eine Art Fensterbank, ne? Aber das ist zu viel, ne? Ich glaube, das ist zu viel. Aber so, glaube ich, ist das schon ganz in Ordnung. Und dann haben wir unseren ersten Kistenraum. So, und hier kommt jetzt erstmal die Tür wieder rein. So. Dann machen wir uns mal so viele große Kisten, wie wir können. Warte mal, ich bringe erstmal ein paar Blöcke weg. Das. So. Was wollte ich jetzt? Kisten. Ja, die Tür machen wir erstmal zu. So, wir können nämlich zwei große machen. Stauraum. Ne, wir können ein bisschen mehr machen. Ah ne, wir haben hiervon ja leider nicht so viel. Aber können wir die nicht herstellen, den Grundstoff, oder müssen wir den finden? Ich guck mal, ob wir den herstellen können. Aber warte mal, der sitzt da so im Dunkeln. Was ist denn hier für ein Ast zwischen? Hä? Hä? Ach so, das. Jetzt weiß ich's. Das ist hier unsere Dingsen hier.
So. Damit das auch hier mal ein bisschen gemütlicher ist, oder? So. Ja, Licht. Ich meine, damit könnte man auch arbeiten, ne? Heilung, Insekten, Getöns, Miasma, Zeugs. Habe ich schon wieder keine Line? Sind meine ganzen Line schon wieder hin? Bin ich schon komplett bei Level 18 eigentlich? Schutz. Gut, statt zum Beispiel das 37, 37. 37, 37. Ah, gut. Alles Schmu. Hier vielleicht. Nee, aber hier können wir fossilen Weizenkörner. Yeah, okay. Bei dir auch nicht, ne? Ne. Was war hier mit dem Ofen? Ah ja, nur das Flanbrot. Also, Platz auf jeden Fall ohne Ende. Ich weiß nur nicht, stelle ich den da einfach rein? Also, er steht ja quasi auf so ein Ding. Oder mache ich so eine Einkerbung rein? Aber wenn ich jetzt so eine Einkerbung da reinmache, muss ich die Einkerbung auch außenrum auskleiden. So wäre jetzt, warte mal, so wäre jetzt komplett dran. Dann da. Und dann da. Und dann die wieder weg. Oder? Ne, dann mache ich so. 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 Ein freilassen, dann boom, boom, boom. Und dann so. Oder? Ja, ne? So. Ich könnte ja jetzt schon mal bereits ein paar große Kisten machen, die wir später so oder so brauchen. Ich habe keine Nägel mehr. Für Nägel. Nägel, Nägel, Nägel in der Hand. Nein, Nägel mache ich bei unserem Schmied hinten. Nägel. Nägel. So. Heftig, ich habe keine Holzbretter mehr. Natürlich haben wir noch welche. So. Mehr große Kisten haben wir nicht. Yeah.
So. Der also freilassen und dann pum. Der freilassen und dann pum. Und dann, guck mal, perfekt, ne? Zack, 1,5. So. Zack. 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 Habe ich noch eine? Shit. Eine noch, dann wäre hier. Okay. So. Was kommt hier unten rein? Ich wette nicht. Und was kommt hier oben denn hin? Das weiß ich auch noch nicht. So, jetzt machen wir das erstmal so. Ich leere erstmal in einer Kiste alles ab. Also alles rein. Hier ganz außen. So. Zack. Wie war das? So. Nee. So. Packen wir erstmal unsere normalen Ressourcen unten in die blauen Truhen. Also. F. F. So. Ich kann ja die auch erstmal hier wegnehmen. Es passt hier genau nicht. Oder habe ich irgendwo Fehler gemacht? Okay, hier geht das gar nicht so, wa? Hier muss ich das so machen. Aber ist ja kein Problem. Kann man nachbessern. Okay, warte. So. So. So, nur bei den Eckdingern quasi. Hier dann wieder 1, 1, 1, so. Boom. Wow. So. Ja, dann schmeiße ich hier erstmal wieder alles rein. Dann hole ich nochmal unsere Sachen. Ich glaube auch, dass die großen Truhen auch die größten sind. Also mehr ist auch nichts mehr dann mit Truhen. Okay. So. Dann ist das hier unsere Hauptwand, würde ich sagen. Und hier, wovon wir so richtig ewig viele haben. Zum Beispiel hier kommt nur Stoff rein. Hier kommen nur Knochen rein. Also davon, wovon wir halt ewig viel haben. Hauptwand. Einzelne Gedöns. So. Boom, boom. Oh, falsche Richtung. So. Wobei ich sagen muss, so Fasern kommen nicht hier unten hin. Mais würde ich sagen.
Weil der Wind im Normal ist. Lass mich mal überlegen. Also, was kann rein? Holz. So, erstmal Holz. So, unter Holz würde ich auch Harz zählen. Aber wir haben hier sogar noch eine Truhe. Kohle, Teer, Feuerstein, Metall. Holz. Machen wir das so. Oh. Oh. Okay. Also Holz. Oder weißt du was? Ich packe erstmal das rein, was reingeht. So. Fasern, wie gesagt, würde ich nicht unbedingt damit reinpacken. So. Gibt es hier irgendwas, was ich nicht mit reinpacken würde? Metall. Weil von Metall kriegen wir auch noch richtig viel. Nägel sind zum Beispiel verarbeitet. Knochenmehl ist zum Beispiel verarbeitet. So. Holz ist okay. Kupfer. Das hole ich auch mal raus. Okay, weiß ich. So. So, T, ne? Und G. So. Was könnte da noch mit rein? Glühwürmchen. Harz. Getrocknetes Fell. Federn, Schleim. Giftsack, würde ich sagen, ist von Gegnern so. Das ist von Blumen. Weiß ich nicht. Vielleicht den noch. Den noch, den noch. Aber schwer ist es zu sortieren, wonach ich gehen soll. Hier haue ich jetzt erstmal den Rest rein. Ich meine, wenn von irgendwo von irgendwann mal was voll ist, dann kann man ja immer noch das mehr sortieren. Zum Beispiel Metallschrott. Also so, warte mal, so Erze, Metallschrott, Nägel, Platten würde ich hier unterzählen. Das würde ich tatsächlich oben eigentlich in die Farm packen. Genauso wie Knochenmehl. Ich meine, die Farm, die wird ja oben auch Magic-Kisten kriegen. So. Leinen. Leinen ist okay. Ja. Ja. Lass ich erstmal so stehen. So. Das. Würde ich das erstmal hier so reinpacken. Wobei ich das trennen würde, eigentlich hinterher. Mache ich jetzt auch schon. Also Kupfer raus, Kupfer hier rein. Und hier die Metallsachen. Metallsachen, Erzsachen, Ressourcen, Ressourcen. So, oben haben wir noch, ne? Ah, wir haben noch mehr Stoffe.
Und das haben wir auch noch alles. So, die müssen wir natürlich dann auch tauschen hier nochmal eben. Und der auch. So, Stoffe, Knochen, das sehe ich dann ja, was da drin ist. So, Fell, hier packe ich aber beides am Fell rein. Das sehe ich dann ja, Fell. Und hier Äste. Und hier dann würde ich sagen Salz. Aber Salz habe ich jetzt gerade. Da bräuchte ich noch eine Kiste für. Welche Kiste nehmen wir denn dafür? Ich meine, das hier bringt ja eh nichts. Die zu haben. Also die raus. Die weg. Dann kommt hier erstmal eine große hin. Schmeißen wir hier alles rein. Sortieren. Dann mache ich das so. So. Blöcke und Dinger. Oh, das sieht so gut aus. Dup, 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 dup. Dup. So. Und Salz. So, dann haben wir das erstmal fertig. Hier kommen dann ja auch nochmal die Sachen rein. Alles, was wir brauchen. Zum Beispiel können wir hier Fleisch erstmal reinschmeißen. Alles am Fleisch. Was wir gerade so haben. So, und wir haben noch Bronze. Das haben wir noch. Und die Äste und das Holz. So, und dann würde ich auch erstmal hier, obwohl das könnte ich oben machen. Wir haben ja noch ein paar große. Moin moin. Erstmal hier so hinpacken. Ist natürlich noch lange nicht fertig hier. Dann mache ich das so und so. Und dann kommen hier Blumen rein. Hier muss natürlich jede einzelne Blume seine eigene Kiste kriegen. Ich würde sagen, eine Seite Blume, eine Seite... Blumen und Setzlinge immer zusammen. Oder? Ja, ne? So, hier schmeiße ich erstmal das rein. So. Ich denke mal, dann haben wir erstmal was getan. Ich hole jetzt nochmal kurz Wasser. Das sollten wir immer wieder mal tun. So, der letzte Brunnen. Dann haben wir wieder ein bisschen Wasser. Ja, ob das auch alles auf einer Höhe ist. So, wer braucht hier Wasser? So, warte mal, wie viele Stationen haben wir? 16. 120 durch 16. Taschenrechner. 118 geteilt durch 16. Jeder kriegt 7. Also sagen wir mal 9. So, so, so,
Oder sagen wir mal 13, ja. Ist ja egal. So. Also, bumm. 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 Knochenmehl. Okay, hier ist Knochenmehl genug drinne. Ich würde sogar ein Stack mal rausnehmen. Falls ein anderer Knochenmehl will. Gut, also hier fehlen rote Pilze. Rote Pilze. Dit. Haben wir, glaube ich, hier noch. Yes. Nehmen wir doch einfach mal ein paar von weg. So. Oh, ich muss niesen. Moment. Ah, so, was haben wir hier? Wasser. 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 Wasser und Knochenmehl sogar. Wasser. Oha. Wie viele Setzlinge wir haben. Wir kriegen auch jedes Mal 10 Stück. Egal, das arbeitet jetzt alles. Hier brauchen wir Pflanzenfaser nur. Aber wir haben davon genug. Hier brauchen wir Waldrüben. Waldrüben! Bevor wir keine Setzlinge mehr haben, nehme ich doch einfach mal hier welches mit. So, wo waren wir? Da waren wir. Boom. Fossiler Knochenstaub. So, wie kriegt man den nochmal? Lass nochmal kicken. Dafür brauchen wir... Moment. So, dafür brauchen wir das. Ah, hier so ein Rolltor. Das war auch nochmal anders geil, ne? Jetzt da hoch. Tipp. Fossiler Knochenstaub. Bumm. 4,5 Stunden. 10 Minuten, ein so ein Ding. Gut, also das ist theoretisch auch im Anflug. So, Wasser. Und hier waren ja eh nur Bäume, ne? So, statt die Bäume machen wir jetzt Roy-Boy. Roy-Boy. So. Roy-Boy braucht auch Fossil. Haben wir denn hier die neuen Sachen? Ja, neu. Warte, ich brauche die Eier auch. So, Roy Boy Zai. So. Fossil und das auch Fossil. So, das raus. Dann machen wir hier. Rollboy haben wir. Das. Salzdinger. Dafür brauchen wir Wasser. Knochenmehl. Und Seilbeil. Da haben wir leider auch kein Wasser mehr, ne? So. Seilbeil, Kamille, Rohrzucker. Dafür brauchen wir Farmboden. Rohrzucker. Und Wasser. Haben wir noch Wasser? Haben wir noch Wasser? Habe ich irgendwo Wasser eingepackt? Wasser. Kann ich schon schöpfen? Vielleicht können wir auch noch mal kurz was schöpfen gehen. Ja. So. 28 Wasser. Wups. So, der kriegt natürlich nicht 28, sondern 14 nur. Boom.
Der arbeitet. Und hier wahrscheinlich dann unsere Paprika, wa? Paprika, Rohrzucker, Dille, Weizen. Haben wir noch Körner? Paprika. Auch fossiler Knochenstaub. Hier, statt Busch. Statt Busch. Weizen. Irgendwo hatten wir noch Weizen, oder? Hatten wir Weizen? Wo hatten wir den Weizen? Wo hatten wir den Weizen? Ganz unten bereits, ne? Geil. I like it. Hatten wir hier schon den Weizen drinne? Ja. Nehmen wir ein. Oder soll ich direkt beide nehmen? Ne, mit ein können wir zwei machen. Aus zwei werden vier. Vier, sechs. Ja, man braucht nur ein. Brauchen noch ein bisschen Wasser theoretisch. Wer will jetzt hier noch so ein bisschen Farmbohnen haben? Ich habe noch welches übrig. Ja. Warte, du arbeitest ja gerade eh nicht. Achso, du hast eh kein Wasser. Ja, nur noch fossiler Boden hier verteilen. Und dann haben wir das auch. Ja, dann pflanze ich mal hier wieder was Neues ein. Was haben wir hier noch? Die ganzen Bäume, ne? Also ganz ehrlich. Dann sind die weg. Dann ist das weg. So. Alter, wie viel Platz brauchen die denn? Die habe ich noch nie eingepflanzt, glaube ich, ne? Passen die jetzt hier gar nicht mehr zwischen? Ja, dann kann ich die auch in der Mitte hinpatschen, damit das besser aussieht. Und nicht so am Rand. Ich glaube, das wären so Riesenbäume. Aber ist ja egal, wenn wir dadurch Holz kriegen, dann ist das Schisch. Schisch mit Soße. So. Hier kommt die. Also sie sind sogar zu nah am Nachbarsbaum. Richtig crazy. So, bisschen Mais. So, ein paar Pilze. Von wegen kein Platz. Ich Pilze da rein. Ne, zu nah am Baum. Ich glaube, das wären wirklich so Riesendinger. Oh. Krieg ich nicht rein. Den Abstand brauchen die. Da bin ich mal gespannt. Hammer. Gut. So. Bum, 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 bum. Ja, was mache ich mit den Ästen jetzt? Und Lagerfeuer, also Lagerfeuer kommt ja hier wieder rein. Das sind unsere Sachen, die hole ich jetzt auch schon mal raus.
Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Unsere Fackel. Die Leiter. Schutt. Und mach ich mit den Ästen. Die müsste ich jetzt eigentlich runterbringen, aber ich pack die jetzt erstmal hier ein. Man muss ja auch nicht wegen jeden Scheiß immer runtergehen. Ich könnte auch so eine große Kiste immer erstmal hier so hinlagern. Aber jetzt ist das hier so leer. Ja, die brauchen auch definitiv eine einzelne Kiste. Ja. So. So eine Miasma-Kiste. Ja, dann weißt du was, dann hole ich... Das ist ja quasi auch Metall. Metall zu Metall. Und dann kommt hier komplett... Usch. Oh. Aber es ist noch so eine kleine ist, ne? Dann packe ich die erstmal hier rein. Unten. Giftsack würde ich auch sagen. Sie haben mehr so Gegner, ne? Egal. Das ist Miasma. Das ist alles Miasma. Miasma. Ja, die dann ja eigentlich auch nicht, ne? Jetzt hätte ich auch die erste mitnehmen können, ne? So, mal gucken, ob das reichen wird. Ja, und ich muss ja nicht wegen jeden Scheiß hier mal runterkommen. Jo. Also ich bin stolz. Was ich denn hier oben genau mache, weiß ich nicht. Vielleicht. Warte mal. Was machen wir hier oben? Vielleicht kommen hier auch die normal, also ne, vielleicht da unten nur diese tausendfachen Sachen. So, und hier oben dann so den seltenen Scheiß oder so. Und dann müssen wir, die Farm müssen wir dann auf jeden Fall auch noch machen. Aber wir brauchen erstmal Leim, brauchen wir unbedingt. Ja, wir brauchen Leim. Lehm meine ich. Eine Menge Lehm. Da hinten. Sieht sehr quadratisch und eckig aus so, ne? Hier sieht das noch alles so schön, so, weißt du, so wie ich hier so schön Wege gemacht habe und so. Das weiß ich nicht. Vielleicht kann man das ja noch schöner machen, dass ich da ein paar Marktstände hinbaue oder so. Das mit den... Oh, ich habe eine neue Idee. Die Brunnen kommen da weg. Die Brunnen kommen weg. Ich habe eine neue Idee. Da, wo die Brunnen jetzt sind, kommen Marktstände hin. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Diese Marktstände. Aber die Brunnen, da hätte ich eine andere Idee für. Aber erstmal lasse ich das da. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal reisen wir dann wieder, weil wir halt, wie gesagt, auch Lehm brauchen. Und wir brauchen ja auch Zinn und sowas, damit wir Bronze herstellen können. Oh, guck mal, wie schön das ist. Wir brauchen Harz. Und wir brauchen auch die Sachen, dass wir eine große Kiste schleppen können. Also, ne? Wir brauchen Stroh und so. Wir müssen nächstes Mal hier oben da, und wir müssen auf jeden Fall unsere Zuhausen entfernen, dass wir mehr zu Hause unterwegs hinbatschen können, ne? Also das jetzt nicht auch, das muss nächstes Mal weg und so. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich. Bis dann. Und hat gut geklappt, dass ich doch krank wäre. Also nächste Folge dann wieder mit Webcam, ne? Jetzt habe ich auch ein bisschen aufgenommen. Guti, bis dann. Tschüss.
Tschüss und lass ein Abo da. Abonnier auf meinen Kanal. Folge mir auf meiner Reise. In Entschuldet kämpfen wir ums Überleben. In dieser magischen Welt so leise. Lass uns gemeinsam das Reich im Bavale retten und die Seuche besiegen, die uns bedroht mit all ihren Ketten. Also abonniere mich jetzt und sei ein Teil davon. Gemeinsam werden wir siegen in Enschraude, den großen Thron.